Hallo, ich grüße euch zu die Zwerge. Ja, letztes Mal haben wir uns ein bisschen gekloppt. Und als Belohnung haben wir, ja, wir haben Geld bekommen und wir haben irgendwie eine Perle oder so bekommen. Also eine Perle für die Kette und nicht eine Mädel. Und ja, wir haben nichts zu futtern bekommen. Deswegen, unser Weg führt uns heute als erstes nach Mifordania. Und lassen uns mal überraschen, was wir da finden, ob wir da was finden, ob da überhaupt was passiert. Vielleicht passiert auch gar nichts. Wir werden sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde auch viel Spaß haben. Also auf geht's. Ihr flüchtet euch nach Mifordania mit Goimgar an vorderster Front. Die Orks in seinem Rücken scheinen ungeahnte Kräfte in ihm zu mobilisieren. Und so erreicht er das Tor als erster und hämmert dagegen. Er sagt etwas und huscht durch eine kleine Pforte, die für ihn geöffnet wurde. Augenblicke später erreicht auch ihr das Tor. Herein, schnell! Ihr drängt euch durch das Tor und neben euch bohren sich die ersten Pfeile der Orks ins Holz. Ui, müssen wir uns wieder kloppen? Ich meine, wir werden ja von 500, 600 Orks oder so verfolgt, kann ich mich dunkel erinnern. Kann natürlich durchaus sein, dass wir hier unsere nächste Klopperei haben. Aber wir lassen uns überraschen. Hauptsache, es gibt was zu futtern. Wir haben nämlich nicht mehr allzu viel. 48 mal Futter für 5 Personen, sprich 9 Tage. Da muss schon einer hungern. Und das ist nicht sehr viel. Der andere Zwerg meinte, wir sollen das Tor gleich hinter ihm verriegeln. Aber wir können jeden starken Arm gebrauchen, wenn die Orks kommen. Dieser verräterische Weichling. Wo ist er? Boendal und ich werden ihn suchen. Boindil und Bavragor. Helft der Stadtwache, wo immer ihr könnt. Du bist dir sicher, die beiden würden dir bei der Suche nach Goimgar keine große Hilfe sein. Gut, also wir müssen uns ein wenig umschauen. Was haben wir hier? Vajon ist für seine Liebe für das geschriebene Wort bekannt. Einige der angebotenen Schriften sind dir aus Lot Ionans Bibliothek bekannt. Mhm. Ein Markt oder sowas, ne? Natürlich ungewöhnlich. Die werden belagert, aber die Händler machen hier trotzdem ihren Marktstand auf. Da gibt es ein Schild. Nicht Schilde. Der unglaubliche Rodario. Kommet, werte Spectatores, kommet und sehet das Theater Curioso mit seiner Schauspielgröße, dem unglaublichen Rodario, der geheimnisvollen Armora und dem genialen Magister Technicus Furgas entführt euch in eine andere Welt. Nun sehet und höret, werte Spectatores, die Wahrheit über Nudin den Wissbegierigen, der sich unter grauenvollen Umständen der anderen Magi entledigte und das geborgene Land ins Unglück stürzte. Das geborgene Land, es wird mein sein. Lord Ionan? Das ist hier unser guter Kumpel. Was willst du mit meinem Rucksack? Wenn du auf der Suche nach Proviant bist, hättest du nur nicht fragen müssen. Was in dem Rucksack ist, interessiert mich nicht. Ich weiß nur, dass der Herr des Toten Landes ihn haben will. Also bekommt er ihn. Dein Meister erzählt dir nicht viel, wie es scheint. Er traut dir nicht. Oder er hat es sich zur Gewohnheit gemacht, mit Dienern nicht über seine Angelegenheiten zu sprechen. Du spürst, wie die Klinge ein wenig in deine Haut schneidet. Und du nimmst es als kleinen Sieg. Ja, du hast einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, den jetzt zu provozieren. Und ja, ich bring dich um, ganz ehrlich. Das ist eine. Na, wir haben das Messer am Hals, aber erzählen einen, ich bring dich um, ist beides irgendwie doof. Komm, wir provozieren ihn. 2. Als du Frala und die anderen ermordetest. Erschrocken stellst du fest, dass du nicht weitersprechen kannst. Du spürst einen Kloß im Hals und deine Augen beginnen zu brennen, als Bilder vom Stollen
und Sintoras vor dir auftauchen. Ich sehe, mein erster Schlag hat dich getroffen, Unterirdischer. Oh, wie sie geschrien haben. Wärst du doch nur da gewesen, um ihnen zu helfen. Ah. Hierher! War das ein Alp? Wenn wir uns beeilen, kriegen wir das Langohr noch. Alarm! Alarm! Die Orks greifen an! Kommt, wir müssen die Mauern verteidigen. War ja klar. So. Er verpieselt sich wieder. So, wir haben hier unsere ganz normalen Fähigkeiten. Jetzt frage ich mich, das hier haben wir so nicht gefunden. Kann ich die jetzt auswählen oder... Warte mal. Das sind wohl, ach, das sind passive Fähigkeiten. Ah, okay. Entschuldigt, Leute, wenn ich ein bisschen doof bin hin und wieder. Kommt schon mal vor. Naja, gut. Na, ihr wisst, wie das ist. Manchmal passiert sowas. Ja, tolle Perle. Komm, scheiß drauf, wir kämpfen. Wir machen erstmal hier Päuschen und gucken. Ja, Zerstörer was? Die Leitern sollen wir zerstören und Orks, die durchkommen, sollen wir auch platt machen. Nur wo sind denn hier bitte schon Leitern? Wahrscheinlich auch auf. Hm? Warte mal, kann ich hier so. Ah, ist das mies. Ich kann hier wieder nichts sehen. Bin unterwegs. Hier hin. Aha, Moment. Da sind welche. Wahrscheinlich ist es am besten. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Ne, wo werden Leitern hingestellt? In der Regel. Ja? Angriff. Da rein, wohin da, dahin. Oh, das ist Pech für dich. Umher, du. Da. Mach dich bereit. Ne? So, Moment. Dunkel. Für Wrakas! Macht hier seinen. Na, nee, geht's mal hier. Geht Schluss damit! Geh mal dahin. Okay. Hm? Die ist weg. Dann greif mal darüber. Ja? Was denn? Du bist dahin. Hm? Du machst mal hier einen mördermäßigen Hammer drauf. Sehr gerne. Nee. Was ist? Nein. Jo. Oh, da ist ein Ork durchgekommen. Okay, erstmal die Leiter weg. Boah, eklig. Und dann. Hier kommt der Hammer. So. Da ist immer noch eine Leiter. Da hinten, die sind alle weg, ne? Das sehe ich richtig, ja. So, was haben wir hier? Und jetzt? Boindil! Räum die mal hier zur Seite. Da bist du platt, wa? Ja? Dunkel geht dort hin. Auf den Weg! Und mach dann mal hier den Hammer drauf. So. Okay. Das war die vierte. Oh je, da hinten ist noch zusammen mit... Hier kommt dein Ende. Warte mal, ich mach mal eben den Ton jetzt leise, damit ich das nach Möglichkeit wirklich getrennt habe. So, mal eben hier weitermachen. Zack. Die Leiter ist weg. Was ist? Dann könnt ihr vier eigentlich das ist Pech für dich. Alle hier hin. So. Gott. Warte mal. Das ist eine Wache. Hm? Alle vier hier hin. So. Ja? Warte mal, wir haben doch hier Boindil. Ne, wer ist jetzt das? Boindal, ne? Renn hier mal durch. Hier hin. Genau. Mach da mal Platz. Dann haben wir hier den Tungdil, der kloppt auf die Leiter ein. Er hat sich an Wurm
Ja, damit ist die Leiter schon mal weg. Damit haben wir 5 von 5 Leitern weg. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Orks kümmern. Ich meine, nur ist jetzt gut, aber ne, ihr wisst, was ich meine. So. Was denn? Freunde, auf ihn mit seinem Klingensturm. Hat ja super geklappt, muss ich sagen. Was denn? Aber hier kommt der Hammer. Was ist? Boindal. Der gehört aber zu uns. Einmal hier raufkloppen. Genau. So, Boindil. Okay. Damit ist der erledigt. Und dann gehst du gleich hier rüber. Dann haben wir hier... Das ist eine Wache. Da ist auch eine Wache. Wie soll ich denn bitte schon hier an 30 Stück kommen? Ich sehe hier überhaupt keine. Muss ich rausgehen dafür? Oder wo rennen die hier rum? Denn hier ist nichts mehr, was ich jetzt groß verteidigen müsste. Hier ist noch einer. Den haben wir jetzt relativ schnell weggefrühstückt und dann war's das. Sehr gut, wir können sie aufhalten. Was zum Sintoras? Du wünschtest, es wäre anders. Aber dir ist klar, dass die Stadt nicht mehr zu retten ist. Zum Seitentor. Das ist unsere einzige Chance. Hm? Okay, erreiche mit allen Helden das Seitentor. Ich mache eben auf Pause, damit hier nicht zu viel Zeit vergeht. Warte mal, wenn ich Steuerung halte, kann ich die dann vielleicht alle auswählen. Das ist ja normalerweise so üblich, aber leider geht das hier nicht. So, Tungil. Oder Tungil. Wo ist denn unser Ziel? Unser Ziel ist da. Dann gehst du schon mal dahin. Oendil geht auch dahin. Boindal, Moment. Und erster Bavragor. Warum denn nicht? Dahin und Boindal auch. Der macht aber vorher einmal hier so einen Schlag rein, ne? Der macht dann. Okay, und dann dahin. Renn einfach mal hier durch. Und dann dahin. So gut wie erledigt. So. Tungdil ist da oben, sehe ich das richtig? Mhm. Und da welche? Da ist Tungdil. Dahin, los. Ja, wir wollen also jetzt erstmal nur das Ziel erreichen. Denn alles andere ist jetzt vollkommener Stuss. Jetzt hier irgendwie doof herumzukämpfen, macht irgendwie keinen Sinn. So. Alles klar. Sie ist abgeschlossen. Wir müssen sie irgendwie öffnen. Vielleicht könnten wir da behilflich sein, werte Herren. Geht beiseite. Seid ihr Diebe? Mitnichten. Wir sind Künstler und Menschen mit besonderen Talenten. Sagt, Freunde, da ihr Mirfodan ja offensichtlich auch verlassen wollt, hättet ihr etwas dagegen, wenn wir uns euch anschließen? Überhaupt nicht. Warum aber? Ja, warum ist eigentlich eine doofe Frage. Wir haben eine lange und gefährliche Reise vor uns. Ich glaube nicht, dass ihr euch unserer Reisegruppe anschließen wollt. Eine epische und gefahrvolle Reise? Das klingt nach einem Abenteuer und außerdem habe ich gesehen, dass ihr mit euren Waffen umzugehen versteht. In diesen unsicheren Zeiten bietet eine große Reisegruppe den besten Schutz. Meint ihr nicht auch? Schön wie hier oben, ne? Wie hier oben die Kämpfe pausieren, damit wir uns in aller Ruhe unterhalten können. Finde ich total fair von den Orks, muss ich mal so nebenbei erwähnen. Okay, ich kenne euch. Ihr seid der unglaubliche Rodario. Der unglaubliche Rodario? Oh, ein Verehrer meiner Künste? Wer hätte das gedacht?
Ich bin in der Tat der einzig wahre, der unglaubliche Rodario. Der werte Herr hier ist Furgas, der beste Magister Technicus seit Menschengedenken. Und zu guter Letzt die bezaubernde Narmora, deren Schönheit die Rosen am Haus des Bürgermeisters vor Neid verdorren lässt. Alles Weitere sollten wir vielleicht bereden, wenn wir aus diesem Schlamassel raus sind. Ich weiß nicht. Noch immer strömen Orks durchs Tor und über die Mauer. Du beschließt, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für Diskussionen ist. Also gut, gehen wir. Nichts wie weg hier! Bei den Ersten sind wir sicher. Die Ersten? Die Pracht ihrer Hallen soll keinesgleichen kennen. Und ich habe gehört, sie haben faszinierende Konstruktionen, Furgas, die fast an Magie erinnern. Es ist offen. Gehen wir. Ich finde es schon bemerkenswert, wie viel Zeit die sich für Unterhaltung nehmen, während es ringsherum gerade zur Sache geht. Und jetzt haben wir eigentlich für relativ wenig Updates ein Level Up bekommen. Aber gut, wir nehmen das mit, ne? Der Boindal. Das hat er. Und jetzt können wir... Das hat er noch nicht. Das hat er doch, ne? Ja, wir können im Moment nichts. Erst ab Level 9 wieder. Immerhin 24 Mal Proviant, was nicht viel ist, zumal wir ja jetzt ja, wie ich das gerade gesehen habe, drei weitere Gefährten bekommen haben. Drei. Das heißt, wir sind jetzt zu 8, wenn ich das richtig sehe. Haben 7, ja, wir haben also... Wir haben zwar jetzt mehr Futter, aber drei mehr Gefährten, also wir kommen immer noch nur 10 Tage hin. Vorher waren es 9, ne? Ja gut, haben wir einen Tag gewonnen. Super. Juhu. Aber ich will mich nicht beschweren. Was haben die denn für Fähigkeiten? Die kämpfen auf jeden Fall nicht, so wie es aussieht. Die reisen nur mit uns. Okay, wir können also nicht weiter irgendwas verteilen. Zwei Verletzungen hat Bundel. Drei, eine. Naja gut, dann müssen wir halt warten, bis die dann in drei Runden sind alle wieder geheilt. Ach, ist das scheiße. Auf geht's. Am Abend nach eurer Flucht aus Mifordania erholt ihr euch an einem Lagerfeuer von den Strapazen. Goimgar verzieht sich in eine Ecke, Bavragor widmet sich seinem Alkohol und die Zwillinge holen ihren Zwergenkäse heraus. Namora und Furgas tauschen auf der anderen Seite des Feuers Zärtlichkeiten aus, während Rodario sich neben dir niederlässt. Ah, eine Reise mit echten Zwergen zur Festung der Ersten. Das kann ich bestimmt in mein neues Stück einbauen. Aha, sein neues Stück. Wirklich beeindruckend, habt ihr den ersten gehört? Gehen wir einfach mal von oben alles durch. Wir sind weit genug von Mifordania entfernt. Vielleicht sollten sich unsere Wege morgen früh trennen. Sofort schießt Rodario hoch und fängt an, pompös zu gestikulieren. Ich glaube, ihr unterschätzt uns. Lasset mich uns erneut vorstellen. Ich bin der Unglaubliche. Wir haben keine Zeit, uns um eine Gruppe Gaukler zu kümmern. Rodario wirkt für einen Moment gekränkt, doch dann grinst er, wendet sich von der Gruppe ab und hebt seinen rechten Arm. Ein Flammenstrahl schießt aus seinem Ärmel hervor. Die Zwerge zucken zusammen und betrachten beeindruckt das Schauspiel, das nach wenigen Augenblicken wieder vorbei ist. Und was sagt ihr nun, Herr kritischer Zwerg? Du bist ein Magus. Die kann ich auch nicht sonderlich leiden. Im Kuriosum fällt Magie in meinen Aufgabenbereich. Unter seinem Arm ist ein Röhrchen mit einem Feuerstein und einem Beutel voll Bärlapsamen. Wenn man den Beutel drückt, sprüht der Feuerstein Funken und die Bärlapsamen schießen heraus. Schon hat man magisches Feuer. Meisterliche Arbeit, Furgas. Der Magister Technicus bedankt sich mit einem Kopfnicken. Wenn Sie alle solche Tricks auf Lager haben, sind Sie vielleicht gar keine Last, Tungdil. Okay, wie viel Essen habt ihr dabei? Wie sieht es bei euch mit Proviant aus? Wir haben nicht genug.
Das, was wir haben, teilen wir gerne mit euch. Es ist allerdings nicht viel. Wir mussten das meiste zurücklassen. Nahrung wird auf unserer Reise ein Problem sein. Der Winter zieht sich gerade erst aus Vajon zurück und wegen der Ork-Angriffe werden die Menschen ihre Vorräte beisammen halten. Wir müssen sparsam sein und so viel Nahrung organisieren, wie wir können. Es wäre keine besonders heroische Geschichte, wenn wir auf dem Weg zu dem Ersten verhungern. Das ist das, was ich ja vorhin schon... Und vorhin ist gut. Was letzte Folge oder vorletzte Folge erwähnt habe, wir haben einfach zu wenig Futter. Wir müssen zusehen, dass wir mehr zu futtern kriegen. Ja, das erste ist ja eigentlich gestrunzt. Ne? Gesehen haben wir ja sowas eigentlich schon, aber gut. Ich muss euch für eure Kunst loben. Ich finde es schwer zu glauben, dass es sich nicht um Magie handelt. Oh, vielen Dank. Aber ich versichere dir, es hat nichts mit Magie zu tun. Nur Alchemie und vollendete Schauspielkunst. Die Zauberei überlassen wir den Magi. Lass uns in Ruhe mit denen. Andokai und ihr Eisenturm können mir gestohlen bleiben. Ihr habt Andokai die Stürmische getroffen? Das ist unglaublich. Wie war sie? Sie ist abgehauen ins jenseitige Land. Verdammte Schande. Genau, sie hatte ihre Gründe. Ja, verraten hat sie nicht, das ist Quatsch. Andokai hatte ihre Gründe, uns zu verlassen. Sie hat bereits gegen Nord-Om gekämpft und konnte nichts ausrichten. Außerdem wären wir ohne sie nicht hier. Und sie hat uns von der Feuerklinge berichtet. Andokai, die Hoffnungsgeberin, das gefällt mir. Das muss ich in meinem neuen Stück benutzen. Seinen Worten folgend holt Rodario sein Notizbuch hervor und schreibt etwas nieder. Ihr habt von den Ersten gehört. Kennt ihr den Weg zu ihrer Festung? Wisst ihr etwas von den Ersten? Von hier aus müssten wir den ersten großen Gebirgszug des Roten Gebirges überwinden und dann durchs Schneewehental zur Festung Osteisenwart kommen, wenn ich mich richtig an die Karten erinnere. Die Ersten hat seit hunderten Zyklen niemand mehr gesehen, aber es gibt viele Geschichten über sie. Ihre Handwerkskunst wird gepriesen und früher gab es Handel über eine schmale Straße, die ins Gebirge führt. Ich glaube aber nicht, dass es noch einen lebenden Menschen gibt, der diesen Weg je gegangen ist. Unsere Mission ist es, die legendäre Axt Feuerklinge zu schmieden und den Verräter Nord-On zu vernichten. Wenn ihr uns durch Hunger, Kälte und Gefahr begleiten wollt, tut das. Es ist eure Entscheidung. Wie könnten wir uns solch eine Geschichte entgehen lassen? Denkt nur, was für ein Stück wir daraus machen könnten. Wenn wir überleben. Ich wollte den Untergrund erst im Roten Gebirge verlassen. Stattdessen haben wir eine lange Reise und einen gefährlichen Aufstieg vor uns. Außer der alten Handelsstraße könnte es noch einen anderen Weg geben. Vor einigen Jahren erzählte mir ein alter Mann aus dem Norden von einem Ort namens Wackenstein. Dort soll es einen alten Pfad geben, älter als selbst die Tunnel der Zwerge. Legenden und Geschichten. Für meinen Geschmack müssen wir uns mit zu vielen Ungewissheiten herumschlagen. Schauen wir, was die nächsten Tage bringen. Hui. Ja, schauen wir, was die nächsten Tage bringen. Wir müssen ja hierhin. Nee, Quatsch, wir müssen hierhin. Wir können natürlich den direkten Weg gehen, was auch angesichts unserer Lage mit Proviant und dergleichen betrifft, vernünftig wäre. Wir könnten natürlich aber auch versuchen, uns hier durchzuschlagen. Hier sind ein paar kleinere Dörfer. Vielleicht kriegen wir dort Proviant. Wäre auch eine Möglichkeit. Haben natürlich die Horde hier. Die ist ein kleines Problem. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir gehen hier Richtung Seegrund. Vielleicht kriegen wir dort Essen. Ja, wir haben für 10 Tage, noch nicht mal mehr, für 9 Tage haben wir Futter. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Wir müssen auf dem Weg irgendwas finden. Was haben wir hier? Ein Gasthaus. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Was haltet ihr davon? Wir gehen Seegrund. Vielleicht kriegen wir da schon Verpflegung. Und dann von Seegrund haben wir auf jeden Fall alle Optionen. Bis dahin sind es 8, 7, 6. Also bis hierhin 5. 5, also 6, 7, 8.
Von hier aus können wir dann entscheiden, gehen wir hier lang oder gehen wir doch zum Gasthof oder Gasthaus. Ja, so machen wir das. Also wir gehen, nächstes Ziel für nächste Folge ist das Fragezeichen. Würde ich mal einfach vorschlagen. Ja, hätte ich Bock drauf. Ja, und wir sind am Ende dieser Folge. Ich sage vielen Dank. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Aber bitte auch mit Begründung. Und sprecht davon. Tragt hinaus, dass ich hier die Zwerge spiele. Mal was ganz anderes. Vielleicht guckt sich der eine oder andere das noch an. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Alien.